Hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Es herrscht absolutes Chaos. Wir sind auf dem Sprung. Ich hatte ja angekündigt, dass wir jetzt, und zwar jetzt, nicht in 3 Tagen, nicht in 3 Stunden, sondern jetzt losfahren nach Holland. Genau, Anastasia guckt sich schon den Reiseführer an. Nach Amsterdam. Johann, kannst du einmal schauen nach Anastasia? Ich muss noch ein paar Sachen einpacken, und zwar ihre Trinkflasche. Justus? Die Männer sind schon ganz fleißig, wir sind hier wirklich schon wieder am Wuseln. Ne? Wir sind immer so, warum sind wir eigentlich immer so? So oft zum Schluss erst einpacken und so. Ich überlege gerade, ob die Flasche ausreicht oder ob ich die große mitnehme. Ja, nimm bitte Regenschirme mit. Hast du Zäpfchen? Zäpfchen! Alles dabei, Alter. Okay. Also, das heißt, ja, Trinkfläschchen brauche ich noch. Die Männer haben schon alle Koffer, ne? Johann, alle Koffer sind schon im Kofferraum. Elisa ist auch schon bereit, zieht sich auch schon an, beziehungsweise, ne? Ganz wichtig, Jacke, Mütze, ja. Meine Regenjacke nehme ich mir. Genau. Regenjacke brauchen wir leider, Regenschirm brauchen wir leider, weil wir schlechtes Wetter vorhergesagt bekommen haben. Regenwetter. Aber das macht nichts, wir sind ja nicht aus Zucker, wir schaffen das trotzdem. Ich nehme meine, wie heißt das, Tragejacken mit. Genau, ich habe ja ein paar jetzt mittlerweile davon. Unter anderem zufälligerweise eine Regentragejacke. Und zwar habe ich auch gelesen, dass es in Amsterdam nicht so gut ist, mit Kinderwagen unterwegs zu sein. Deswegen werde ich meine Tragejacken mitnehmen. Warum gehst du denn jetzt nach oben, sag mal? Hat Mami mit ihrer Katzentoilette. Ich habe alles. Hast du alles? Duppi. Ich weiß auch gar nicht, warum wir hetzen, weil wir haben ja keine richtigen Termine dort. Aber ja, genau, Handschuhe, Schal, Mütze. Das ist eine sehr gute Idee. Elisa, du auch? Im Auto brauchst du dich ja kann ich anziehen. Wir müssen ganz schön lange fahren. Ja, wir haben uns entschieden, mit dem Auto zu fahren und doch nicht mit dem Flugzeug zu fliegen. Wir sind einfach zu viele Menschen. Zu viel Koffer, zu viel Gepäck, und wir wollen auf jeden Fall auch vor Ort einfach mobil sein. Deswegen bietet sich das mit dem Auto einfach am besten an. Hier sieht das Wetter eigentlich auch gerade nicht so gut aus. Ich glaube, so ähnlich wird uns das auch erwarten in Amsterdam. Aber wir freuen uns auf die Reise. Jetzt haben wir erstmal eine lange, lange Autofahrt vor uns. Und zwar 5 Stunden, wenn wir gut durchkommen. Und dann freuen wir uns vor Ort auf das Hotel, denn ich habe ein schönes Hotel ausgesucht mit 2 großen Zimmern. Dieses Mal auch für Johann ein einzelnes Bett, aber das zeige ich dir dann alles vor Ort. Ich würde sagen, ich melde mich dann wieder, weil jetzt muss ich auch noch ein bisschen was packen. Bis gleich. Ein kurzes Update aus dem Auto. Wir sind jetzt schon gut 4 Stunden gefahren. Noch so ein bisschen haben wir vor uns, aber wir sind natürlich schon in den Niederlanden jetzt angekommen. Kinder haben gut geschlafen im Auto. Anastasia, Clara auch da, genau. Und ganz vorne Papi und Johann. Anastasia will jetzt die ganze Zeit hier Trauben essen. Ja. Sind schon fast leer. Fast alle. Werden hier weggefuttert wie sonst was. Ich mache hier das immer so zur Hälfte. Also ich beiße immer rein. So. Und dann kann sie es haben. Das sieht aus wie doppelte Traube. Ja, dann sieht es so doppelt aus. Ich freue mich schon, wenn wir dann gleich da sind, das Wetter. Aber wir machen das Beste draus. Herzlich willkommen in Amsterdam. Wir sind da. Also noch nicht so ganz, aber wir sind schon in Amsterdam und fahren hier. Und gucken schon mal. Ne? Clara meinte eben, sieht alles aus wie bei uns. Nur die Schrift bzw. die Wörter. Sehen so ein bisschen anders aus. Ja, genau. Da steht Amsterdam, genau. Da ist ein Schild. Wie fährst du hinterher einfach? Und auch die Buchstaben der Schilder, wie schnell man fahren soll, sind auch irgendwie umgeändert. Ja. Irgendwie auch die Ampeln auch. Die Ampeln findest du auch anders. Naja, stimmt. Die sehen so aus, ein bisschen runder. Bei uns sind sie immer eckig. Und das heißt, jetzt zieht sich schon wieder die Socken aus. Und Justus muss jetzt gut aufpassen, weil hier gelten so ein bisschen andere Regeln mit Bahnen. Ich pass einfach auf, dass ich niemanden überfahre. Genau, versuch einfach. Ja. Das ist nicht so wie in Deutschland, da muss man nicht gucken. Aber ich glaube, das Wort Auto ist ja auch wieder gleich. Ja? Weil ich habe hier gerade ein Schild gesehen,
wo Auto stand und danach irgendwas auf. Holländisch, ja? Ja, ich bin ganz gespannt, weil viele aus der Community haben gesagt, Amsterdam, da gibt es viele, viele Menschen, das ist immer sehr, sehr voll. Also wir sind ja China geflogen. Aber genau, wir sind ja schon Menschenmassen erprobt. Ja, schon. Mehr als in China kann es nicht sein. Justus sagt, es kann nicht mehr als in China sein. Ja, wir kennen ja schon Shanghai, also das war Heavy Metal. Dann waren wir ja in diesen Gärten da, das war auch mega, mega voll. Also das kam gar nicht vorwärts. Oh mein Gott. Ja, Disneyland Shanghai war auch der Hammer mit Menschenmassen. Und deswegen, ja, wir lassen uns. Na guck mal, hier sind schon ganz viele Fahrräder. Habe ich auch den Kindern schon gesagt, hier gibt es viele Fahrräder. Also auch so wie in China so ein bisschen, ne? Viele Fahrräder, Mopeds, obwohl in China gab es keine Fahrräder mehr, sondern nur noch so Mopeds. Ja, wir lassen uns überraschen. Ich liebe das, mit den Kindern zu verreisen, ihnen die Welt zu zeigen. Aber hier gibt es echt viele Fahrräder. Guck mal, da überall. Überall sind Fahrräder. Ja. Also alle mögen Fahrrad fahren und die gehen nur mit Fahrrad. So wie Elisa. So, wir fahren jetzt eine super enge Gasse gerade lang. Und sind das ist der Zug. Das ist der Zug, ich kann da nicht langfahren. Aber da ist ja das Parkhaus da kurz vor, bevor es zu ist. Ja, aber ich kann nicht da reinfahren. Warum nicht? Das sagt hier, ich soll da rumfahren. Ach so. Oh Gott. Ja, leider hat sich Jesus eben verfahren und seitdem wissen wir nicht, wo wir langfahren sollen. Also mit Navi bitte, ne? Das Ding sagt, ich soll hier jetzt rein. Nee, das geht doch gar nicht. Das ist eine Einbahnstraße, oder? Doch, komm hier schon wieder raus. 1,80 Meter geht auch nicht. Oh, einfach so lange ein. Also ich hätte jetzt hier... Was? Also, die Leute gucken uns so an. Ja, Entschuldigung, ich komme hier nicht rein. Aber du kommst da ja gleich auch nicht. Du musst ja die ganze Straße jetzt wieder rückwärts. Was machst du da? Das ist komisch. Aber wenn er dich hier lang navigiert, dann müsstest du ja hier fahren dürfen. Ja, aber es geht ja hier nicht lang. Also es gibt ja keinen Weg. Ach, es gibt ja gar keinen Weg. Nein, also das Navi sagt, ich kann hier jetzt langfahren, aber das deine Felgen werden gerade zerkratzt. Was machen wir jetzt? Ich versuche hier wieder rauszukommen. Wir sind angekommen. Oh mein Gott, was für eine Odyssee. Ja, wir können es nicht empfehlen, hier zu fahren. Das ist da hinten. Wir haben zwei Zimmer, deshalb zeige ich das. Moment, das Baby läuft weg. Kümmert sich irgendjemand? Ja, also wir haben es endlich geschafft. Ne? Die Straßen sind echt super eng. Jetzt verstehe ich das, warum alle sagen, nein, in Amsterdam lieber nicht mit dem Auto zu fahren. Aber gut, nachdem wir 5 Runden gedreht haben, viel zu viel, weil wir dachten, da können wir nicht rein. Und Justus hat dann irgendwie die Ausfahrt verpasst und so. Sind wir angekommen in unserem Hotel und ich habe diesmal 2 Hotelzimmer besorgt. In diesem hier werden die Kinder schlafen und dieses Mal habe ich das auch so besorgt, dass wirklich jeder ein vollwertiges Bett hat. Ich zeige dir jetzt eine kleine Roomtour. Da kommt mein Concierge. Also erzähl schon, wie es war mit dem Bezahlen. Nee, mit dem Bezahlen habe ich auch noch nicht erzählt. Das war auch peinlich, ne, Justus? Sehr peinlich. Ich habe Justus extra vorher gefragt. Justus, ja? Hast du sichergestellt, dass das mit der Kreditkarte und so funktioniert? Ja, es funktioniert ja auch alles, aber es ist ja hier Ausland. Das heißt, im Ausland sind die Karten auch wirklich ein Minimum gesperrt. Und dann hat das immer nicht funktioniert. Ne? Wie peinlich, dann standen wir da an der Rezeption und die ganze Zeit, ja, hat nicht funktioniert und so. Und noch eine andere Karte. Oh, und dann hat Justus bei der Bank angerufen, hat das freischalten lassen und so. Also, na, wenn du mal, bitte bereite dich vorher. Von 5 Minuten war das dann frei. Ja, trotzdem war das sehr unangenehm. Gut, ich zeig dir jetzt das Zimmer. Also, wir befinden uns hier in dem Familienzimmer, heißt das eigentlich. Und zwar, genau, hier geht's rein. Dann haben wir hier eine kleine Garderobe. Hier könnt ihr eure Jacken aufhängen, das ist ganz gut. Hier können wir unser Kaffee machen, den wir uns jeden Morgen machen. Hier ist wirklich eine richtige Kaffeemaschine. Cool. Und die Minibar da unten. Dann haben wir hier Johannsplatz, Nummer 1. An vollwertigem Bett. Das war mir super wichtig, weil Johann musste bisher immer auf so einem Beistellbett, nicht Beistellbett, wie nennt man das denn? Extra Zustellbett schlafen. Und ich habe meinen Rücken kaputt. Ja, ich habe gesagt, nee, dieses Mal will ich für meinen Sohn auch so ein ordentliches. Und jetzt hat er das bekommen. Richtig toll. Dann gibt es hier ein Bad. Muss ich mal gucken, habe ich mir noch nicht angeguckt. Bad.
Dusche. Ja, genau. Also klein, aber ich glaube, man hat alles. Ja, eine Bingin-Bar gibt es bei Johann da drüben. Und dann gibt es hier ganz viel Platz erstmal. Und dann gibt es hier nochmal zwei Betten für die Mädels. Sie können sich das dann hier richtig schön gemütlich machen. Schöne große Betten. Sieht auch hübsch aus. Und ein Fernseher und ein Schreibtisch. Ja, also finde ich ganz hübsch. Das ist jetzt quasi das Familienzimmer. Und Justus und ich haben ein anderes Zimmer, nämlich ein normales Doppelzimmer. So heißt das, glaube ich. Das zeige ich dir auch noch gleich, da müssen wir gleich rüber gehen. Das ist auch schon hübsch hier so, ne, mit der Lampe und hübsch eingerichtet. Okay, die Kinder plündern schon mal die Minibar, oder was ist das hier? Was ist hier los? Das ist die Mami. Was? Wir haben das nicht gefunden. Das ist immer ziemlich teuer. Ja, dann lieber nicht. Also Minibar lassen wir lieber immer geschlossen. Ja. Nur angucken, nicht anfassen. Ja, wir haben genug Krams dabei. Ihr müsst bitte leise sein, wir sind hier nicht die einzigen im Hotel. Wir haben auch genug Naschkram dabei. Genau. Das ist nicht so teuer wie die Minibar. Aber gut. Richtig toll. Also ich glaube, eigentlich ist das so geplant, dass die Eltern hier schlafen und dann das eine Kind hier. Aber da wir ja vier Kinder haben, ist das ein komplettes Kinderhotelzimmer. Okay, unser Zimmer ist eine Junior Suite. Jetzt mal Licht anmachen. Ja, ich weiß nicht, wo man hier Licht anmacht. Einfach gerade oben drüben. Okay, ja, hier kann man seine Schuhe abstellen. Ach, das ist auch schon gemacht. Ja? Ich hab die Kinder. Und das haben wir auch. Also wir haben hier eine Treppe, dann ist das das richtige Bett, das ist das Ausziehsofa. Eigentlich habe ich gesagt, wir brauchen das nicht, aber... Ja, wir haben es falsch verstanden. Ja, wahrscheinlich. Dann haben wir hier auch so eine kleine Bar, Garderobe und Badezimmer. Ja. Genauso groß wie drüben offensichtlich, oder? Keine Badewanne! Justus, keine Badewanne. Ja, keine Badewanne. Doppelfernseher? Als Raumteil? Nee, ist ein Raumteil. Das ist eine gute Idee. Justus macht hier direkt wieder alles unordentlich. Die Matratze muss weg, ne? Die müssen dann stellen ans Fenster. Oh, Vorsicht! Hier haben wir nämlich noch ein Babybett bekommen. Was gibt es denn hier? Sind die gratis? Gratis ist gut. Schokolade. So, ich teste mal kurz das Bett. Mal kurz das Bett testen. Das ist ein XXL-Bett. Guck mal, das ist dein Bett. Ist das gut? Wo kommt das Baby hin? Hier? Ja, ne? Andere Seite passt nicht. Nee, schon gut so. Sieht schick aus. Mit dem Bild? Hm? Ich habe auch nur drüben gesagt. Sieht ganz gut aus. Ja. Komm, das war Inspiration. Ein großes Zimmer. Die Treppe ist ja super für Anastasia. Das will wieder die ganze Zeit hoch. Wir lassen uns das natürlich jetzt nicht nehmen und sind direkt mal hier Sightseeing gegangen und sehen als erstes ein Hausboot. Ja, das hätte ich auch mieten können für uns. Da hätten wir auch tatsächlich. Befreit werden. Oh, okay. Aber wir müssen ja gar nicht, wie man segelt. Muss man ja. Musst du gar nicht. Ich glaube, das ist einfach nur da und dann kannst du da drin schlafen. Ach so. Ja. Aber ich glaube, also als. Ich. Justus ist total im Touri-Modus. Er macht hier überall Fotos und so. Was macht ihr da? Ich bin total angesaugt. So, guck mal, was wir hier Leckeres haben. Wir haben gerade noch Churros gegessen, deswegen sieht Elisas Mund gerade total schokoladig aus. Ja, wir haben gerade hier geshoppt bei Bubble Tea Laden, aber da gab es auch Waffeln und Churros und weiß ich nicht, sowas hier.
Auch total lecker. Das ist meine schon eben, jetzt stehen wir im Regen. Ja, man kann auch bei Regen in Amsterdam Spaß haben. Gibt's noch ein bisschen was schon mal nicht probiert? Ja, hab ich noch nicht mal probiert. Ich glaube, ich hätte nicht so viel Schokolade essen sollen. Die sind alle so lecker gefüllt, weißt du, mit irgendwas. Mmh. 1 Milliarde Kalorien. Und schmeckt der Bubble Tea? Ja. Ich probiere mal. So sieht er aus. Interessant. Eigentlich wollten wir nur in diese Straße rein. Es gibt Abendessen bzw. jetzt schon Nachtisch. Also Abendessen hat sehr, sehr gut geschmeckt. Und jetzt habe ich mir zum Nachtisch diesen Käse ausgesucht. Ja. Und der ist 2 Jahre alt. Und er riecht wie Stinkefüße. Er riecht richtig lecker. Er riecht lecker. Und den probiere ich jetzt natürlich live vor der Kamera. Ne, Justus hat sich das bestellt. Es geht los. Was ist das eigentlich? Das ist ein... Das stinkt ja bis hier. Das stimmt doch gar nicht. Also wirklich. Mami sagt, es duftet. Ich habe Gabel und Messer dafür bekommen, Justus. Ich bin ganz gespannt jetzt. Oh, das ist aber ein harter Käse. Guck mal. Mami, die Käse einschmeckt. Ist jemand gespannt, wie der schmeckt? Oh, das ist krass. Die Kaltbach-Käse ist mir sehr intensiv. Und ich meine, das ist mit Leck, glaube ich, also die wir. Da sind schon mal Salzkristalle. Aber jetzt probiere ich das einmal mit diesem. Mit diesem hier. Ja. Darf ich auch ein Stück? Ja. Ich will wissen, ob du Gericht hast. Aber ich will wissen, was das hier ist. Kannst du gerne essen. Das sieht aus wie Pflaume. Ja, ne? Pflaumenmus oder so. Wirklich? Ich nehme, glaube ich, ein ganz kleines Stück. Wenn man im Land des Käses ist, muss man das doch probieren. Das Beste hat immer noch ich. Ja, das ist ja meins, ne? Und? Schmecken? Ja. Schmeckt dir nicht. Doch. Kaltbach-Käse wirklich. Ist es nicht, ne? Interessant. Aber es riecht halt blöd. Es riecht halt blöd. Dein Kind.